Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Es stehen astrologische Großereignisse auf dem Programm. Und wenn ihr nach diesem Video denkt, ach, vielleicht möchte ich mir doch mal eine Beratung gönnen, dann bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorff.com und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Diesmal gibt es in der Verlosung ein ganz besonderes Geschenk zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kollis. Natürlich passend zum Sternzeichen der Gewinnerin oder des Gewinners. Ich trage hier den Steinbock. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Im Dezember betonen die Planeten, also die Liebesplaneten vor allem, den Familienbereich eures Horoskops. Es sieht so aus, als würdet ihr netten Besuch bekommen und angenehme Zeiten mit Freunden oder Familienmitgliedern verbringen, die sich bei euch wohlfühlen. Ab dem 20. Dezember beginnt für euch eine wichtige neue Lebensphase, verbunden mit der Chance, Herzensprojekte zu verwirklichen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Jetzt in die erste Dekade gegangen ist ja die Lilith, die steht im Steinbock in eurem fünften Haus und damit stehen euch besondere kreative Kräfte zur Verfügung und ihr erkämpft euch auch den Freiraum, den ihr dafür braucht, diese Kräfte umzusetzen. Alles über diesen interessanten Transit erfahrt ihr in meinem Video-Special »Gehe deinen eigenen Weg«. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Im Dezember spüren diesen Transit besonders die Geburtstagskinder vom 25. bis 30. August. Ja, und dann ist da ja das Sextil zu Jupiter. Der steht jetzt hier bei euch im dritten Haus. Und für euch als wissbegierige Jungfrauen ist das ein ganz toller Transit. Der Aspekt spricht von Unterstützung, von Leichtigkeit, von Mühelosigkeit beim Erreichen eurer Ziele und Wünsche. Ihr macht Fortschritte und kriegt viel geschafft. In eurem dritten Sonnenhaus fördert Jupiter das Lernen und den Wissensaustausch. Für eure Beziehungen und für die Liebe kann es bedeuten, dass ihr Menschen kennenlernt, wenn ihr euch fortbildet oder auch, dass ihr eine neue Sprache lernt, weil ihr euch in jemanden aus einem fremden Kulturkreis verliebt. Außerdem unterstützt euch dieser Aspekt jederzeit dabei, zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu finden. Alles über die Mythologie und die tiefenpsychologische Bedeutung des Jupiter-Transits durch den Skorpion erfahrt ihr in meinem Video-Special »Finde den verborgenen Schatz«. Im Dezember empfangen die Geburtstagskinder vom 4. bis 11. September diesen Aspekt direkt auf ihre Sonne. Dann beschäftigt euch ja schon lange die Opposition zu Neptun im Partnerhaus. Der steht hier in den Fischen und setzt euch gewissermaßen die rosa Brille auf. Das ist also ein Aspekt, wo man sehr gut jemanden kennenlernen kann und dadurch in eine sehr romantische Stimmung auch versetzt wird, wo man aber eben aufpassen muss, ob diese ganze Beziehung dann auch das hält, was sie verspricht. Und diesen Monat ist das besonders wichtig, denn wir werden mehrere Aspekte mit Neptun und Venus und der Sonne haben, die auch davon erzählen, dass es also zu einem romantischen Wirrwarr kommen kann. Und da müssen dann eben ganz besonders bei den Jungfrauen die Geburtstagskinder vom 4. bis 6. September aufpassen, dass sie sich nicht in einer Liebelei verlieren und vielleicht am Ende aufwachen und dann ist es doch was ganz anderes. Aber da gehe ich dann auch noch weiter drauf ein jetzt in diesem Video. Dann haben wir das Trigon zu Pluto. Das ist ja ein Substanzaspekt. Pluto steht für euch im fünften Haus, da wo auch der Saturn reingehen wird. Fünftes Sonnenhaus ist also auch eine sehr starke Kreativkraft. Und vom Aspekt her ist es eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit sehr einflussreichen Menschen, die auch lebensverändert wirken für euch. Ja? Das heißt also, ihr könnt jetzt Verbindungen aufbauen, die euch in euren Vorhaben, vielleicht in euren kreativen Vorhaben weiterbringen, die Substanz bringen fürs Leben und die wirklich auch was verändern und ganz profunde sind. Aber mit Pluto hat einer gern auch noch mal so ein Geheimnis und eine geheime Agenda. Und wenn ihr jemanden kennenlernt, mit dem ihr wirklich euch auf was Größeres einlassen wollt, und das kann jetzt auch echt eine kreative Verbindung sein oder eben auch eine Geschäftsfreundschaft oder Partnerschaft, dann solltet ihr einfach vorher ganz genau klären, ob da auch alle Beteiligten am gleichen Strang ziehen und dass ihr wisst, worauf ihr euch da einlasst. Ne? Weil das ist dann schon eine größere Sache, so eine Pluto-Verbindung.
Und diesen Aspekt empfangen jetzt in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 10. bis 13. September. Ja, und dann noch bis zum 20. Dezember habt ihr ja das Quadrat von Saturn. Und das betrifft dann die Geburtstagskinder vom 20. bis 23. Dezember. Die haben also nochmal in den letzten 3 Wochen eventuell mit Saturn-Themen zu tun, wie eben, dass sie eine Verantwortung haben in der Familie, die sie vielleicht selber davon abhält, sich um sich selbst zu kümmern und die mit vielleicht auch konflikthaften Entscheidungen verbunden ist. Aber ab dem 20. Dezember habt ihr es dann geschafft. Dann ist das Quadrat von Saturn für euch, zumindest für eure Sonne, ausgestanden. Ja? Stattdessen wird Saturn dann in einen positiven Aspekt gehen, ein Trigon zur Jungfrau Sonne, und das in eurem 5. Sonnenhaus. Das heißt, bei euch beginnt nun eine Zeit, wo ihr es schaffen könnt, aus eurem kreativen Hobby einen Beruf zu machen oder mit kreativen Arbeiten erfolgreich zu sein. Das 5. Haus gilt ja auch als das Haus der Lebensfreude und Sexualität. Mit Saturn werdet ihr da vielleicht etwas sparsamer damit, euch zu verschenken, weil ihr sorgfältiger auswählt, mit wem ihr eure kostbare Lebens- und Liebeszeit verbringen möchtet. Und auch eure Freizeit möchtet ihr mit Menschen und Dingen verbringen, die wesentlich und wichtig sind und auch langfristig noch Bedeutung haben. Auch der Aspekt des Saturns auf eure Sonne, also das Trigon, spricht davon, dass ihr nun neue Substanz aufbaut und großartige Dinge hervorbringen könnt. Für euch beginnt nun eine 2,5- bis 3-jährige Phase, in der ihr wirklich etwas Neues erschafft und manifestiert. Alles über diesen super wichtigen Transit und warum er nicht nur in eurem Leben, sondern auch für die ganze Welt einen Wendepunkt darstellt, erfahrt ihr in meinem Video-Special Die Kunst zu manifestieren. Bitte schaut euch das unbedingt an, damit ihr gut auf diesen wichtigen Übergang vorbereitet seid. Und die ersten, die jetzt im Dezember den direkten Aspekt von Saturn auf ihre Sonne empfangen, sind die Geburtstagskinder vom 23. bis 26. August. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen an, und zu Beginn des Monats stehen viele wichtige kosmische Kräfte im Zeichen Schütze und damit in eurem 4. Haus der Familie und der Heimat. Allerdings ist das auch eine Spannung zur Jungfrau Sonne. Wir haben die Venus im Schützen in der 1. Dekade, die Sonne in der 2. Dekade und Merkur und Saturn hier in der 3. Dekade Schütze. Das erzählt davon, dass ihr vielleicht viel Trubel zu Hause habt, viel Besuch bekommt oder auch, dass ihr zu einer Weihnachtsfeier zu euch nach Hause einladet, was aber auch einigen Stress mit sich bringt. Achtet einfach darauf, dass es nicht zu viel wird. Die Venus verspricht euch, dass ihr durchaus auch euren Spaß haben werdet. Der Mars steht Anfang des Monats noch in der Waage in eurem Geldhaus und hier in Spannung zu Unruhestifter Uranus. Es ist jetzt gut möglich, dass es Stress ums Geld gibt, vielleicht auch mit dem festen Partner. Das dauert aber nur noch ein paar Tage, dann löst sich dieser Aspekt auf. Wunderbar für euch ist der Harmonieaspekt von Glücksplanet Jupiter zu Romantikplanet Neptun, der bei euch im Partnerhaus steht, und beide ja in Harmonie zur Jungfrausonne. Ihr kommt also jetzt leicht ins Gespräch und dann wird auch schnell ein Flirt draus. Und mit dieser Konstellation kann man sich dann auch ganz heftig verlieben. Das Problem ist allerdings, dass die Sonne und auch die Venus in Konflikt mit dem Romantikplaneten stehen. Hier sieht man hier schon in dem roten Strich. Und das bedeutet, dass ihr in der Liebe vielleicht nicht immer so könnt, wie ihr wollt. Sei es, dass die Rücksicht auf Familienmitglieder oder familiäre Gefühle euch davon abhalten, oder sei es, dass die Liebe geheim bleiben muss. Es kann auch sein, dass ihr euer Glück nicht teilen könnt, weil das Objekt eurer Begierde anderweitig noch gebunden ist und ihr fürchtet, dass vertraute Menschen euch dafür kritisieren könnten. Es liegt also viel Liebe in der Luft, aber auch einige Verwirrung darum oder auch Liebesgeheimnisse. Und diese Phase hält an bis zur Monatsmitte. Es kann sein, dass ihr das rund um den Vollmond besonders stark spürt. Der Vollmond wird am Sonntag, den 3. Dezember um 16.46 Uhr exakt, und er findet diesmal auf der Achse Schütze Zwillinge statt. Und das heißt, Sonne und Mond stehen in einer starken Spannung hier zur Jungfrau Sonne. Es ist auch gut möglich, dass ihr andere Menschen als ziemlich launisch und verrückt empfindet und eigentlich mit euch selbst im Reinen seid. Es dauert ein paar Wochen, ehe wieder Klarheit einkehrt. Denn am 3. Dezember wird auch der Merkur rückläufig. Und das ist ja euer Herrscherplanet. Insofern nimmt euch das also auch ganz schön mit. Vielleicht erlebt ihr am Anfang der Rückläufigkeitsphase, dass ihr besonders intuitiv und scharfsinnig seid und genau mitbekommt, ob euch jemand in der Liebe etwas verheimlicht oder ob die Gefühle ehrlich und authentisch sind. Wieder einmal gilt, was ich euch ja schon lange predige,
Seit ihr den Romantiker und Verschleierer Neptun in eurem Partnerhaus habt, denkt an die 90-Tage-Regel, wenn ihr jemand Neues kennenlernt. Das kann sich so unglaublich romantisch anfühlen, dass ihr am liebsten schon nach 3 Tagen heiraten würdet. Doch in der Situation steckt das Potenzial zu Irrungen und Wirrungen. Wenn jemand für euch bestimmt ist, dann wird er es auch in 3 Monaten noch sein. Insofern herrscht kein Druck für euch, sofort eine Entscheidung zu fällen. Am 9. Dezember geht dann der Mars ins Zeichen Skorpion und damit in einen förderlichen Aspekt zur Jungfrau Sonne. Zunächst für die erste Dekade. Das bringt euch Schwung und Unterstützung, kann euch aber auch ganz schön scharfzüngig machen, weil der Mars dann im 3. Sonnenhaus der Kommunikation bei euch steht. Das ist aber auch eine gute Konstellation für heißes Liebesgeflüster. Vielleicht hat auch ein schüchterner Nachbar oder jemand, den ihr dauernd beim Einkaufen begegnet, ein Auge auf euch geworfen, traut sich aber nicht, euch anzusprechen. Wenn er euch gefällt, dann macht ihr doch ruhig den ersten Schritt. Aber nichts überstürzen, wie besprochen. In eurem Zuhause herrscht weiterhin rege Betriebsamkeit, vielleicht auch die Lust zur Verschönerungsmaßnahmen oder Weihnachtsdeko. Ab dem 10. Dezember bekommt dann die 2. Dekade der Jungfrauen starke Impulse von der Venus und ab dem 18. die 3. Dekade. Ab dem 12. Dezember aktiviert die Sonne die 3. Dekade der Jungfraugeborenen mit allen möglichen Ideen, was sie für ihr Heim und ihre Familie machen könnten, was aber eben auch etwas anstrengend sein kann. Für die Geborenen der 1. Dekade lässt der Weihnachts- und Familientrubel dagegen langsam etwas nach. Am 14. habt ihr dann einen Top-Tag und sogar auch am 15., also Donnerstag und Freitag im Dezember, da aktiviert hier der Mond den schönen Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun und euer Sozialleben ist dann sehr charmant und auch sinnlich, wenn ihr es wollt. Nach der Monatsmitte geht die Energie in eine neue Richtung und wir steuern auf einen wichtigen Wendepunkt zu. Und es beginnt in der Neumondphase am 17. und 18. Dezember, wobei der Neumond exakt wird am 18. morgens um 7.30 Uhr. Dieser Neumond ist etwas ganz Besonderes. Er findet statt auf 26 Grad Schütze in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Das ist eine ganz besondere Energie, da können wir in Verbindung mit der kosmischen Weisheit kommen. Weil ihr als Jungfraugeborene sehr klug und sehr spirituell seid, aber gleichzeitig auch sehr praktisch veranlagt, empfehle ich euch, diesen besonderen Neumond für eure Zwecke zu nutzen. Nehmt euch während der Neumondphase Zeit für eine Meditation oder einfach zum Nachdenken. Denn wir stehen jetzt besonders stark in Resonanz mit den kosmischen Kräften und können auch Wünsche ans Universum absenden. Wenn ihr ein Liebesproblem habt, dann bittet einfach um Hilfe und Eingebung, was jetzt zu tun ist. Ihr könnt aber auch gut darüber nachdenken, welche Herzensprojekte ihr in den nächsten 2,5 bis 3 Jahren mit Unterstützung von Saturn verwirklichen wollt. Und in den kommenden 2 Wochen lauscht dann einfach auf eure innere Stimme und ihr werdet Antworten bekommen. Direkt im Anschluss an die Neumondphase kommt dann der große Übergang, wenn Saturn am 20. Dezember in den Steinbock geht, gleich gefolgt von der Wintersonnenwende, wenn dann auch die Sonne in den Steinbock geht. Und das ist am 21. Dezember um 17.27 Uhr. Diese 3 wichtigen Konstellationen, der besondere Neumond in Verbindung mit dem galaktischen Zentrum, der Eintritt von Saturn und von der Sonne ins Zeichen Steinbock fast gleichzeitig, das sind alles Hinweise darauf, dass wir an einem großen Wendepunkt stehen, für unser persönliches Erleben, aber auch für die ganze Welt. Und alles, was ihr dazu sonst noch wissen müsst, findet ihr in meinem Special über den Saturn im Steinbock, die Kunst zu manifestieren. Ab dem 23. Dezember wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und allmählich sehen wir wieder klarer. Bis wir das Gefühl haben, zu einer sicheren Entscheidung zu kommen, kann es allerdings noch etwas dauern. Zu Weihnachten stehen die Sterne für euch sehr schön. Tatsächlich ist Heiligabend sogar ein Top-Tag für euch, weil der Mond da nochmal die schöne Verbindung von Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun hier in eurem Partnerhaus aktiviert. Ihr habt die Wahl. Wollt ihr einen sinnlichen Abend zu zweit verbringen und gar nicht unterm Weihnachtsbaum sitzen oder lieber mit netten Freunden feiern und eine ganz originelle Weihnacht verbringen? Weil der Merkur immer noch ein bisschen quer steht, solltet ihr auf jeden Fall Diskussionen um schwierige Themen oder Geheimnisse ausklammern. Davon abgesehen werdet ihr wahrscheinlich schöne, ruhige und besinnliche oder auch sinnliche Tage verleben.
Die Sterne würden auch gut stehen, wenn ihr vielleicht nach Weihnachten ein paar Tage mit euren Herzallerliebsten verreist, um euch verwöhnen zu lassen. Am 25. Dezember geht die Venus dann in den Steinbock und verbindet sich dort erst mit Saturn und dann mit Lilith. Es kann sein, dass ihr dann einen kreativen Schub bekommt und alle vielleicht rauswerft, damit ihr euch eurem Hobby widmen könnt. Oder ihr geht für die Tür und treibt Sport oder tut etwas anderes, was nur euch allein gehört. Also ab dem 26. Dezember bestrahlt der Mars-Aspekt aus dem Skorpion dann die zweite Dekade der Jungfrau Geborenen mit guten Ideen, bringt nette Verehrer in der Nachbarschaft und macht Lust auf Sinnlichkeit. Dabei geht er in einen Harmonieaspekt hier zu Romantiker Neptun. Das verspricht einmal mehr sinnliche Stunden zu zweit. Und am 28. habt ihr dann auch nochmal einen Top-Tag, wenn der Mond im Stier diese sinnlichen Konstellationen aktiviert. Zu Silvester stehen die Konstellationen für euch überwiegend harmonisch und ihr habt wieder mal die Auswahl, was euch gefällt. Ihr könnt gut feiern, aber vielleicht habt ihr auch Lust auf ein magisches Ritual oder wollt euch mit Gleichgesinnten zu einer Tanzmeditation treffen. Ich denke, euch wird da etwas Originelles einfallen oder ihr bekommt eine schöne Einladung zu einer interessanten Feier. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet, entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.